Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute mit einem Update zur neuen Fabrik und viele andere interessante Infos. Und wenn du bereits einen Tesla hast oder in diesem Jahr einen bekommen wirst, die THG-Quote auf Tesla Supply ist 323 Euro. Für alle Details über den Link in der Beschreibung gehen. Da wird auch alles nochmal erklärt. Ich freue mich auf euch. Starten wir rein mit dem Thema neue Fabrik. Unten siehst du einmal die Megapacks. Man muss natürlich sagen, die Aufnahmen sind schon ein bisschen älter. Das war vor 6 Monaten. Aber es soll jetzt in Nevada eine neue Fabrik entstehen. Und wir alle hatten ja schon mal spekuliert, ob es Kanada wird, ob es Großbritannien wird, ob es eine weitere Fabrik in China ist. Und wir waren alle eigentlich davon ausgegangen, dass es eine Autofabrik wird. Aber das wird keine Autofabrik, es wird eine Semi-Fabrik. Und das ist dann schon wirklich bei 3,5 Milliarden Dollar. Im vorletzten Abschnitt wird dieses hier bekannt gegeben. Das ist schon eine wirkliche Hausnummer, diese Menge an Geld zu investieren in diesem Bereich. Ich sehe das als ein sehr positives Zeichen. Es soll, wie gesagt, hier eine Semi-Truck-Fabrik entstehen. In diesem Moment hat man ja eine kleine Fabrik, die reicht ja auch erstmal aus. Aber man scheint hier wirklich guten Mutes zu sein, auch dann eine größere Fabrik nur für dieses Produkt zu bauen. Vielleicht bekommen wir hier aber auch noch mehr Details, ob dann vielleicht doch hier auch noch andere Autos reinkommen. Aber von offizieller Seite von der Regierung in Nevada wird hier von einer Semi-Truck-Fabrik gesprochen. Das soll alles hier heute bekannt gegeben werden. Ob die Fabrik zum Beispiel hier auf dem Gelände noch ist oder ob sie woanders in Nevada ist, das sind alles offene Fragen. Aber es kommt, wie gesagt, von offizieller Seite. Somit kann man davon ausgehen, dass dann heute hier auch was passieren wird in Nevada. Es wird also wieder spannend. Lass mich gerne mal wissen, was du zu dem ganzen Thema denkst, auch zu diesem Thema Semi-Truck, ob du glaubst, dass der Markt überhaupt so groß ist. Wer schon mal in Amerika gewesen ist, weiß, dass es sehr, sehr viele Trucks gibt, die wirklich sehr groß, sehr schwer, sehr ineffizient sind, wenn es um Verbrenner-Trucks geht. Und da ist natürlich das Thema jetzt mit elektrischen Semi-Truck von Tesla doch sehr interessant. Ein weiteres Thema, wo wir uns gerade die Megapacks angeschaut haben, ist etwas, was immer viele vergessen. Tesla verkauft ja nicht nur Megapacks, sie machen auch die Maintenance dafür und dafür haben sie Gebühren. Und hier hast du mal die Gebühren aufgelistet, 8.200 an Maintenance und dann natürlich noch den Service. Und das sind dann auch wieder 48.800 Dollar. Also du siehst, auch dadurch kann man im Energiebereich dann immer mehr Einnahmen, die jedes Jahr kommen, entsprechend erzielen. Und die Reaktion, gestern kam ja die Nachricht mit der Fabrik in Nevada. Das könnte jetzt schon eine der Reaktionen sein. In den letzten Tagen, zu Beginn des Jahres, war es ja noch sehr, sehr weit unten, fast bei 100 Euro. Ja, sind es wieder 25% nach oben. Wir alle wissen, die Aktie war schon mal bei weitem höher als das. Also, das ist jetzt natürlich nicht so, dass wir wieder da sind, wo mal die Tesla-Aktie war. Was man aber festhalten kann, ist, dass sehr, sehr große Investoren jetzt hier reingehen. Und zwar mit unglaublichem Volumen. Das siehst du auch auf der rechten Seite. Und das wird jetzt auch gerade von vielen Leuten geteilt. Es gibt also Großinvestoren, die trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Vorbehalte gerade wieder in die Tesla-Aktie investieren. Also es wird wieder spannend werden, das Jahr 2023, wo die Reise der Tesla-Aktie tatsächlich hingeht. Ich sehe da sehr viel Potenzial, vor allem zum Thema Energiesektor, weil hier einfach die Leute noch nicht realisieren, wie viel Macht Tesla hier mit den Megapacks hat und wie viel Geld sie damit eigentlich verdienen können. Das wird zum Beispiel jetzt beim Earnings Call dann fürs vierte Quartal schon sehr, sehr interessant werden, was da die Marge ist, denn die wird sehr, sehr gut aussehen. Dann schauen wir einmal auf die weltweite Flotte. Das wollte ich noch mit euch teilen, damit wir mal eine Idee haben, wo ist eigentlich alles, was jetzt unterwegs ist, auch Verbrennerautos, die ganze Flotte an Autos weltweit. Wir sehen, 24,9% dieser Flotte besteht in Europa. Dann haben wir in Asien 33%. Und dann haben wir noch Amerika mit 25,6%. Das sind natürlich die Standardwerte. Wir sehen aber auch einfach nochmal, Asien ist natürlich einfach sehr, sehr groß. Wobei das natürlich hier nicht bedeutet, dass es jetzt SUVs sind, die alle da rumfahren. Das ist natürlich nicht der Fall. Hier habt ihr nochmal einmal die Anzahl. Also in Asien 423 Millionen Autos, dann in Amerika 323
26, 28 Millionen und dann haben wir hier noch Europa mit 320 Millionen. Warum zeige ich euch das? Ihr seht einfach mal, wie weit muss es noch gehen, wenn wir in die Elektromobilität gehen, wie weit müssen wir noch arbeiten und Lösungen finden, ob es dann auch im Energiesektor ist, fürs Laden, nachhaltige Energie, Solar oder ob es dann eben halt Windkraft und viele andere Möglichkeiten ist. Es muss ja dann eine ganze Infrastruktur entstehen. Und wenn man mal sieht, wie viele Autos noch als Flotte in diesem Moment unterwegs sind, dann kann man natürlich sehen, wo die Reise in den nächsten Jahrzehnten noch hingehen wird. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Um diesen Erfolg aber durchzusetzen, braucht es natürlich kleinere und günstigere Elektroautos. Dann hatten mich einige Leute kritisiert, ich würde hier keine Probleme über Tesla bekundgeben. Es ist natürlich so, dass es Probleme mit Wärmepumpen gibt. Ich muss aber euch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt hier zehntausende Menschen betrifft. Also lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Schreibt mir, wenn es da Probleme bei euch gibt. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Ich habe ja auch eine eigene Gruppe über EK-Review. Könnt ihr einfach vorbeikommen. Schreibt mir das. Da könnt ihr mit mir interagieren. Ich habe jetzt hier noch nicht die Masse festgestellt. Und eigentlich entgeht mir das nicht. Aber lasst mich das gerne wissen. Es interessiert mich. Und dann werde ich natürlich schauen, dass ich darüber nochmal berichte. Dann haben wir hier einmal Aufnahmen aus Dänemark, denn in Dänemark kommen jetzt ganz, ganz viele Tesla an, auch aus Grünheide. Und wir sehen hier sogar noch einen mit Quicksilber. Also es geht voran und wir wissen ja bereits von einigen Leuten, dass zum Beispiel in Essen ca. 500 Autos stehen. Ich hatte ja bereits Anfang des Jahres berichtet, dass Tesla jetzt die Autos wirklich alle zu den Auslieferungszentren bringt. Das heißt, wenn man bestellt, sollte man jetzt dann auch eigentlich eine schnellere Zuteilung bekommen. Vor allem in der Model Y-Variante wird das natürlich jetzt interessant. Und dann haben wir natürlich jetzt die ganzen Schiffe mit der Höck Asia, die ja demnächst da sein sollte. Und natürlich insgesamt 18 Schiffe in diesem Quartal, die mit Großbritannien dann nach Europa kommen. Also es wird genug Angebot geben, um einen Tesla zu bekommen in diesem Quartal. Wenn es um den kalifornischen Markt geht, nur noch mal als Erinnerung, das ist natürlich der Heimatmarkt und ich möchte jetzt hier auch nicht unnötig etwas zelebrieren, aber in Amerika sieht man dann wirklich noch das Alleinstellungsmerkmal von Tesla. Die Konkurrenz ist nicht so wie in Europa, die Auswahl ist nicht so wie in Europa und wenn in Kalifornien das Model X und das Model S auch noch an dritter und vierter Stelle stehen, dann sieht man einfach mal, was die Realität ist und selbst der Ford Mach-E kann da nicht mithalten. Das ist schon richtig bitter, das muss man dann ernsthafterweise auch mal feststellen. Und in Amerika hat man jetzt tatsächlich den Preis des Model Y Long Range nochmal angepasst um $500 nach oben. Das heißt, in gewissen Konfigurationen bekommt man jetzt sogar nicht mehr die Förderung. Warum Tesla es gemacht hat, ob das schon die erhöhte Nachfrage ist, da bin ich mal vorsichtig. Oder ob sie einfach sehen, dass sie noch ein bisschen mehr Geld machen können und sich das entsprechend leisten können. Und wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt hatte, wenn es Probleme zu Wärmepumpen gibt, wenn es einen Austausch gibt, den ihr machen wollt mit mir, schaut gerne auf EK Review in meiner Gruppe vorbei. Bis dann und tschüss.